So Leute, die Taschen sind gepackt. Wir haben heute nochmal den Panorama-Trail und den Hackelberg-Trail gemacht. Waren so die Trails, die halt am meisten Zeit in Anspruch genommen haben. Abgesehen jetzt von so der X-Line. Ich glaube, die X-Line würde auch viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber die lassen wir uns dann fürs nächste Mal. Ich muss sagen, es fühlt sich schon ein bisschen doof an, irgendwie die Taschen zu packen. Ich bin noch gar nicht so bereit, beziehungsweise ich würde vielleicht sagen, okay, ich bin bereit, wenn es jetzt einfach weitergehen würde zum nächsten Ort. Also ich habe echt so ein bisschen Gefallen daran gefunden, hier durch die Gegend zu fahren und ja, einfach das Leben zu genießen. Und ja, es war einfach eine mega coole Zeit. Also kann man nicht anders sagen. Für mich persönlich alles richtig gemacht, was wir richtig machen konnten. Wir haben uns nicht verletzt, bis auf meine Aktion hier von den Waden. Und ich habe halt einen richtig komischen Sonnenbrand jetzt. Aber sonst ist alles wirklich super gut gelaufen. Ich bin mega happy und könnte jetzt echt, am allerliebsten würde ich einfach weiterfahren und in zur nächsten Location irgendwie weiter nach Sölden oder Fislades oder was auch immer, egal. Einfach weiter und direkt in den nächsten Urlaub. Aber die nächsten Bike-Trips werden wir auf jeden Fall zusammen planen. Ich glaube, die Michi und ich, wir haben so ein bisschen Blut geleckt. Und wenn man natürlich mit seiner Partnerin zusammen reisen kann, ist das natürlich der absolute Traum so, ne? Weil man neben dem Biken halt auch noch so Urlaub zur Zeit hat. Und wir haben uns das richtig gut aufgeteilt. Also wir haben nur zweimal ein Lift-Ticket gekauft. Wir waren halt auch 10 Nächte vor Ort, was halt echt lang ist. Und eigentlich für den Spot fast schon zu viel. Wir wären eigentlich auch nach Schladming gefahren heute, aber da waren irgendwie super viele Strecken gesperrt. Und dann haben wir uns gedacht, hey, am letzten Tag müssen wir es jetzt nicht drauf anlegen, sondern bleiben hier einfach bei uns und fahren die Trails, die wir gerne mochten. Und Hackelberg Trail ist auf jeden Fall einfach ein mega cooler Trail. Finde ich so von den Sachen, die ich jetzt hier gefahren bin. Ich glaube, die Proline macht auch richtig Bock, wenn man da sich mehr Zeit nimmt. Ich habe halt nicht die Geduld gehabt, mir das jetzt alles ordentlich anzugucken. Aber nächstes Jahr, denke ich, werden wir auf jeden Fall wiederkommen und nochmal hier Saalbach abklappern. Und es gibt ja einen neuen Trail, der leider bis heute nicht eröffnet worden ist. Hier der Fairy Line, ne? Soll eine Jump-Flow-Line werden. Das heißt, wenn ihr noch nach Saalbach fahrt dieses Jahr, dann habt den auf jeden Fall auf dem Schirm, dass ihr da vielleicht nochmal vorbeischaut und guckt, ob der auf hat. Weil ich glaube, dass es cool ist, gerade wenn man jetzt hier, wir haben jetzt mehr am Lift vom hier Schattberg Express und so gewohnt. Und der Schattberg Express wäre super nah gewesen für uns. Und wäre dann noch so eine Jumpline gewesen, wäre es optimal gewesen. Aber naja. Leute, ich hoffe, die kleine Videoreihe hat euch gefallen. Jetzt geht's weiter nach Deutschland. Dort werden wir natürlich weiter Mountainbike fahren. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Norco sich auf den heimischen Bikepark-Strecken macht. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ich habe auch noch ein bisschen was geplant mit dem Thomas zusammen. Haben wir jetzt schon öfter angekündigt. Aber jetzt machen wir es demnächst dann wahr. Und ja. Ich hoffe, wenn ihr jetzt noch in Urlaub fahrt, weil bei uns in NRW beginnen jetzt erst die Sommerferien, dass ihr ja, mega einen coolen Sommer habt, viele Bike-Trips macht, eine gute Zeit habt. Und ich muss sagen, letztes Jahr habe ich gesagt, ich habe genauso viel Spaß auch bei uns in Deutschland. Habe ich auch, aber so in Österreich ist schon Hammer. Also lohnt sich definitiv. Ja, ich bin ein bisschen traurig, dass wir fahren, ganz, ganz, ganz ehrlich. Ich habe die Zeit hier sehr genossen, mir hat das unglaublich gut getan. Entschuldige mich auf jeden Fall, dass die Videos nach und nach von der Qualität ein bisschen schlechter geworden sind, aber ich habe einfach mehr Zeit für mich, fürs Biken genommen und gar nicht mehr darauf geachtet, was filme ich jetzt, was filme ich nicht und so weiter. Weil es ist halt Arbeit auch, ne? Ich glaube, viele unterschätzen das, was für eine Arbeit hinter den Videos steht, im Filmen, sich Gedanken machen,
immer Equipment mithaben, dann fährst du mit einem dicken Rucksack und so weiter. Und dann hast du noch Post-Production, den Schnitt. Ja, ich glaube, das unterschätzen einige. Aber ja, ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse und hat trotzdem auch Spaß, die Videos zu schauen. Wir sehen uns im nächsten Video dann. Wie immer, lasst gerne ein Abo da, kommentieren nicht vergessen und bis bald.